Conan Edogawa benutzt viele Gadgets, unter anderem die Radarbrille, das solarbetriebene Skateboard oder die Power Kick Boots. Heute geht es um ein Gadget, welches du bestimmt vergessen hast oder gar nicht kennst. Warum, weshalb, wieso? Ganz einfach, es ist nur einmal zum Einsatz gekommen. Welches das ist und welche Funktion es hat, erfährst du wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute reden wir über ein Gadget in Detective Conan, das leider nur einmal zum Einsatz gekommen ist und ich glaube auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird es dabei auch bleiben. Wo ist es zum Einsatz gekommen? Ganz einfach im Zweiteiler, angefangen mit der Episode 174 Sonne, Mond und Stern. Ein verdammt geiler Fall, Kanon, sehr sehr rätsellastig, gerade mit den Detective Boys und Professor Agasa. Lange Rede, kurzer Sinn, über welches Gadget rede ich? Ich rede über den Yaiba Reco Changer, der hier auch zum Einsatz kam. Sieht so aus wie so ein, ja, ganz, ganz schmaler DVD-Player, wie so eine Art Diskette, komisch zu beschreiben. Vorne ist Kamen Yaiba drauf. Wir wissen, Kamen Yaiba ist so eine Art Power Ranger in Detective Conan, ja, ist dort sehr, sehr beliebt und ist von den Detective Boys einfach mal so der Favorite Anime, den sie sich dort angucken können. Wie funktioniert der? Er funktioniert so, wie der Stimmenverzerrer den Conan benutzt, ja, also quasi 1:1 wie die Fliege, wo er quasi dann immer gewisse Leute imitieren kann, ob es Sonoko ist, meistens natürlich Kokoro, um dann einfach die Fälle zu lösen, aber halt auch um seine eigene Stimme zu faken, unter anderem die von Shinichi und viel weitere Anwendungsmöglichkeiten. Der Hauptunterschied liegt hierbei einfach, dass wir nicht irgendeine Stimme nachahmen können, nein, sondern wir haben hier eine festgelegte Anzahl und zwar sind das hier die Synchronsprecherstimmen von Kamen Yaiba. Und diese Stimmen sind quasi dort drin gespeichert und wir können unsere Stimme quasi damit verändern. Das heißt, wir können so klingen wie jeder aus dem Kamen Yaiba-Universum. Sehr, sehr lustig, wie ist das Ganze zum Einsatz gekommen? Ganz einfach, hier wurde es benutzt, um einfach Fitna zu stiften, um Unruhen zu stiften. Meiner Meinung nach ist das hier aber relativ, ja, ich sag mal, sehr, sehr gekünstelt. Also man hätte es jetzt nicht unbedingt brauchen müssen und benutzen müssen, um hier quasi den Fall zu klären, ja. Letzten Endes hat er nur zur Verwirrung gestiftet, um dann letzten Endes die Geldfälscher K.O. zu schießen. Ja, sehr, sehr cool. Meiner Meinung nach ein cooler Side Kick, ja, wenn man es mal so betrachtet, finde ich aber auch ein bisschen schlimm und schade, dass dieser nicht öfter zum Einsatz gekommen ist. Wir müssen hier aber auch fairerweise sagen, dass das eigentlich gar nicht ein reines Conan-Gadget ist. Also Agasa hat das nicht für Shinichi Aka Conan hergestellt, sondern er hat es für einen damaligen Freund hergestellt, ja, mit dem er quasi sehr, sehr viel Geld verdiente. Quasi so als Merchandise-Artikel für Kamen Yaiba. Also muss man fairerweise auch sagen, dass es hier, ich sag mal, mehr oder weniger sehr, sehr gut in die Folge gepasst hat, weil es einfach um Kamen Yaiba geht und weil es einfach ein Gadget ist, welches hilfreich ist, ja, welches aber nicht direkt für Shinichi hergestellt wurde. Wusstet ihr, dass es so ein Gadget gibt? Schreibt mal bitte in den Kommentarbereich, was ist euer Lieblingsgadget von Conan Edogawa? Würde mich wahnsinnig interessieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.